Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Guild Wars 2. Und wir sind immer noch am Map clearen, das möchte ich gerne mitnehmen. So, jetzt sind wir mal wieder an einem Ort, wo wir ein bisschen vorlesen können. Wenn ihr mir sagen wollt, dass die Dinger hier schneller fertig sein sollen, Hauptmann, würde ich vorschlagen, mir das nächste Mal eine Anleitung hier zu lassen, Hauptmann. Oh, ich dachte, ihr wärt der Hauptmann. Wir testen diese Dinger hier, um zu sehen, ob wir sie an die Front bringen sollten. Aber so unrealistisch, wie Zeitpläne nun mal sind, weiß niemand, wann sie voll funktionsfähig sein werden. Braucht ihr Hilfe beim Testen dieser Dinge? Ihr könnt ein Trebuchet auf der Mauer besetzen, die sind Tauchen versuchen, Anlagen in den Hügeln zu errichten. Seht nach, ob ihr sie ein wenig ärgern könnt. 18 Tauchen ärgern ist gut. Ärger ist bei denen Dauerzustand. Okay. Dann machen wir das doch mal. Muss ich die Häuser abschießen? Ich weiß es nicht. Irgendwie kriege ich die Häuser nicht. Irgendwie ist das Bullshit. Menge komisch. Okay. Ich lasse das mal. Ich habe versucht, nicht den Mut zu verlieren, aber ich habe mehr das Gefühl, dass wir auf verlorenen Posten kämpfen. Hört auf, euch zu beschweren, jämmerlicher Abschaum. Ja, schon gut. Wie gesagt, ich versuche, meinen Mut nicht zu verlieren. Es ist nur nicht so einfach, aber ihr habt recht. Ich sollte mich nicht beschweren. Ich bin hier, um gegen die Zentauren zu kämpfen. Warum? Wir sind hier ziemlich eingekesselt. Feinde auf allen Seiten. Dies ist die letzte größere Bastion der Menschen im Hinterlande. Wenn wir diesen Ort nicht halten können, könnten wir den Zentauren gleich das ganze Land überlassen. Ja, aber ich verstehe jetzt das Problem nicht. Mahlzeit für Seraphen. Okay. Willkommen in meinem Gasthaus. Ich würde ja gerne eine Runde quatschen, aber alle Münder der Siedlung zu stopfen, hält mich rund um die Uhr auf Trab. Wenn ich mal eine größere Hilfe als Edward bekomme, dann werde ich meinen Gästen beruhigend gebührende Begrüßung können, mein Gott. So, wer hat einen Hunger? Darf ich dir was geben? Nee. So, dann klatsche ich die mal kurz mit. So. Wir können die Hühner füttern. Das gibt Herzfortschritt. So, dann können wir hier in den Stall. Noch mehr Leute füttern. Wassereimer. Ja, beschützt die. Gibt es hier irgendwo einen Wasserkrug? Kann ich irgendwas mit dem Wasser machen? Ach, ich kann damit Feuer löschen, ne? Ist das ein Feuer oder eine Fackel? Ist eine Fackel, okay.
dann halt keine Feuer löschen. Aber da drüben ist noch ein Hühnerfütterlein. So, bitteschön. Dann rede ich mal Willkommen. Mit dir. Mir wird vorgeworfen, ich würde zu viel reden und wäre am Tratschen. Dabei ist es doch meine Bürgerpflicht, alle auf den Laufenden zu halten. Okay. Schön, euch zu sehen. Gleichfalls. Sagt mir mal den Stand der Dinge. Ihr habt Erstaunliches gegen diese Zentauren geleistet. Erinnert mich daran, dass ich euch in nächster Zeit mal einen ausgebe. Alles klar, dann halt nicht. So, was gibt hier drin? Und einen Schankwirt. Herzlich willkommen, das hier ist der Fall. Die offizielle Trinkeinrichtung des Serapen hier in der Serapenländern. Warum? Und spielen und flirten. Ich hab's ja gesagt, das ist ein Mistkerl. Immerhin hab ich was, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Ich muss lang genug leben, um heimzukehren und ihn rauszuwerfen. Herzlich willkommen. Warum heißt eure Kneipe der Fall? Vergisst nicht, der Fall tötet, sondern nicht der Fall tötet, sondern die Landung. Ha, muhaha. Habt ihr verstanden? Ich fürchte schon. Ein paar eurer Kunden veranstalten ziemlich einen Radau da draußen. Was meine Gäste tun, nachdem sie mein Lokal verlassen haben, ist nicht mein Bier. Es ist die Aufgabe der Seraphen, sich um die Brüder zu kümmern, die etwas zu tief ins Glas geschaut haben. Schöne Einstellung. Wir bekommen nicht so viel Besuch hier oben. Also gehe ich davon aus, dass ihr hier seid, um ein paar Zentauren zu erledigen. Ist das so? Das stimmt. Sehr gut, dann seid ihr am richtigen Ort. Ihr steht in der Basis der Seraphen, von der aus wir in ihrem eigenen Gebiet gegen die Zentauren kämpfen. Und genau hier spielt die Musik. Musik? Welche Musik? Na, ihr wisst schon, das Töten. Eigentlich ist es wirklich traurig, aber Menschen und Zentauren passen einfach nicht zueinander. Und wir können nicht weiter zulassen, dass sie die Bewohner Kreiters bedrohen. Deshalb kämpfen wir weiter so. Okay. Hallo. So, du baust hier schöne Bödlis. Da ist ein Fischer. Guten Tag. Willkommen. Das Angeln hier oben ist nicht nur Sport. Kein simpler Zeitvertreib. Es ist ein Wettlauf zwischen den Angler seiner Beute und den Lindwürmern. Die beide mit einem Bissen verschlingen. Klingt nach einer Herausforderung. So. Was gibt's denn hier oben? Da geht's noch rein. Okay. Na, komm mal her. Ich habe irgendwas in der Post. Was habe ich denn Leute da? Sollten feilschen lernen. Ich habe Geld in der Post. Juhu. Der Hühnerfutter ist wieder da. Starke Zentaurenkräfte im Anmarsch. Unterstützung am Haupttor erforderlich. So. Dann nehmen wir doch noch das mit. Bitte schön, Hühnlein. Und dann noch kurz das hier, bitte schön. Und das hier. So, wenn ich das hier abreiße, kriege ich dadurch was? Nein, schade, okay. Menge zu lesen, okay. Beziehungsweise nicht Menge zu lesen, sondern eher Menge NPCs hier. Hallo? Habt ihr etwas zu melden? Wenn ich mit diesem Trupp fertig bin, werden sie einen nicht zu unterschätzen. Ich meinte 100. Unterschätzende Streitmacht sein. Doch bis dahin sind sie noch nicht bereit, sich den Zentauren zu stellen. Wenn ihr glaubt, bereit zu sein, dann stellt euch mir. Ich werde euch einer Prüfung unterziehen. In Ordnung, an die Arbeit. Bereitet euch vor. Ihr bekommt es mit einer Meisterin der Kriegskunst zu tun. Okay. Gut gekämpft. Mit Verbündeten wie euch treiben wir diese Zentauren bis zu den Toren der Unterwelt. Okay. Darf ich noch mehr mit dir reden, oder? Befolgt das Gesetz. Also, okay, warte mal, ich guck mal ganz kurz. Was hat die denn? Mein Seraphenbanner zu erhalten für die Königin.
Noch 50 Wiederholungen. Steigert eure Ausdauer. Für die Königin! Okay. Soldaten, die hier stationiert werden, müssen auf den schlimmsten, auf das Schlimmste gefasst sein. Das Speerfeuer der Zentauren am Eingang zu Seraphenlinde nimmt kein Ende. Es gibt keine Zeit zum Ausruhen und keinen Platz für Zögerlichkeiten. Ich habe meinen Hof verloren, nicht meinen Stolz. Aus denen mache ich Dünger. Die kriegen meine Forke zu spüren. Wie geht es euch? Was ist los? Grüß euch. Warum schreist du so rum, ne? Ah, ich muss sagen, die Stadt hier sieht schon echt hübsch aus. Darf ich mit dir reden? Ihr solltet vorsichtig sein. So hier rumzuspringen ist gefährlich für euch oder den, auf den ihr springt. Ich habe Erfahrung im Springen. Okay. Irgendwie wollen nicht so viele mit mir reden. Oh, das ist ein Kürbis. So. Diese Seraphenlinde sind Ausgangspunkte für alle unsere Operationen hier im Hochland. Nirgendwo werdet ihr bessere Soldaten der königlichen Armee finden als hier. Mächtig, was los in diesem Fort? Da das Dock am Doric-See jetzt repariert wurde, können wir unsere Stellung hier verstärken. Endlich können wir zielgerichtete Angriffe gegen die Zentauren ausführen. Wann ist der nächste Angriff denn geplant? Üblicherweise geht alle 10 Minuten oder so eine Expedition los. Galen, der Schätzer, weiß alles über alles, das ansteht. Wir können von Glück reden, dass ihn die Zentauren nicht auf den Gehaltsliste haben. Okay, ich habe hier irgendwas gefunden. Es ist nie leicht, wenn man einen Untergebenen verliert. Das ist wahrscheinlich einer der Dinge, die uns zu Menschen machen. Vielen Dank, dass ihr das Gedenken dieser Soldaten ehrt und sie nach Hause zurückgeleitet. Natürlich. Wie kann ich helfen? Die Zentauren glauben, sie könnten uns brechen, aber wir sind unzerbrechlich. Die Menschen müssten schon allerlei finstere Zeiten durchmachen, aber wir haben immer überlebt. Wir haben hier unsere Stellung errichtet und haben nicht vor, aufzugeben. Das ist doch mal eine Philosophie. Ich bewundere eure Entschlossenheit. Danke, der Krieg trifft euch immer auf eine von zwei Arten. Entweder er zermürbt euch oder er macht euch stärker. Ich weigere mich, mich zermürben zu lassen. Ich werde mit jedem ihrer Angriffe nur stärker. Freut mich zu hören. Gesprochen wie ein wahrer Krieger. Kämpft weiter, zermürbt sie. Schön, dass ihr meine Meinung teilt. Ihr selbst müsst euch eine wahre Soldatin sein, wenn ihr wisst, wann Enthusiasmus angesagt ist. Wenn man den Krieg zu nah an sich heranlässt, bringt er einen zu fallen. Ihr seid ziemlich selbstsicher, oder? Das könnt ihr laut sagen. Ich kämpfe schon seit Jahren gegen die Zentauren. Ich habe keine Angst mehr vor ihnen. Jeder meiner Kameraden, den sie ermordeten, facht das Feuer meines Zorns nur weiter an. Sie werden es bereuen, aber haben sie euch nicht ganz schön umzingelt? Ja, das stimmt, aber bereitet mir das Sorgen? Nein. Das hier ist das Hauptquartier der Seraphen. Sie haben keine Ahnung, womit sie sich anlegen. Das haben sie gewiss. So. Die Seraphenlände wird noch immer belagert, aber die Soldaten und Bürger haben gesehen, was ein wahrer Held ist. Sie stellen sich jetzt allen Herausforderungen mit neu gewonnenem Vertrauen. Ich bezweifle, euch jemals angemessen entlohnen zu können, aber ihr habt meinen tiefsten Dank, Leutnant Pickens. Alles klar. Ich finde das Lager echt schön.
muss ich gestehen, und dass ich fast in jedes Haus rein kann. Das finde ich auch mega cool. So. Dann lasst uns mal weitergehen. Ich möchte als nächstes so rum, also so. Und dann einmal hier so oder so. Ich glaube, ich laufe eher so. Okay. Dann sind wir auch schon im nächsten Lager angekommen. Und guten Tag. Wir haben dieses Lager von den Zentauren erobert, aber das ist nur der Anfang. Wir haben vor, ihre Lager im Norden zu überrennen. Außerdem werden wir ihnen mit ihren eigenen Katapulten einen gehörigen Schlag versetzen, von dieser Seite des Flusses aus. Danke für die Information. So. Ich sehe sonst aber niemanden, mit dem wir reden können. Das sieht auf jeden Fall nicht so aus. Okay. Dann will ich da kurz rein und dann laufen wir so runter. So. Das ist wieder der Squid mit seiner Bärin. So, was gibt's hier drin denn Hübsches? Drakensbau. Alles klar. Keine Ahnung, wer das ist, aber okay. So. Da wäre Eisen, ja, super. Jetzt will ich nicht mehr umdrehen. So, dann einmal nach hier lang. Hilft denn oder auch nicht? Meine überragende Produktivität wurde unterbrochen. Bitte sorgt dafür, dass in mein Labor wieder Ruhe einkehrt. Ich stünde tief in eurer Schuld. Ich helfe, weist den Weg. Beseitigt bitte die außer Kontrolle geratenen Elementare. Wir haben Forschungsarbeit zu erledigen. Alles klar. Da liegen Bücher. Das Buch trägt den Titel Techniken zur Nutzung und Anwendung mystischer Energie und ist voller handschriftlicher Anmerkungen in roter Tinte, in denen die Ausführungen des Autors kritisch kritisiert werden. Die Diagramme auf den Folgenseiten veranschaulichen meine Entwürfe. Eine Anlage zur Umwandlung von mystischer Energie in einer von standardmäßigen mega-energiestatischen Anwendungen nutzbarer Energieform. Die Diagramme wurden von jemandem mit roter Tinte korrigiert. Die Diagramme sind dermaßen voller roter Kritzel, dass die darunterliegenden Entwürfe fast nicht mehr sichtbar sind. Zwischen strukturellen Korrekturen und mathematischen Berechnungen finden sich auch ein paar nicht jugendfreie Hinweise zum Bildungsgrad des Autors. Das scheint ein Forschungstagebuch oder etwas Ähnliches zu sein. Die letzten paar Wochen waren eine einzige Prüfung, aber es gibt keine Prüfung, die von Torks Genie nicht überwunden werden kann. Allmählich stellt sich spürbarer Fortschritt ein. Das Gerät steht nun knapp vor der Fertigstellung und hat gute Erfolgschancen. Sobald mein Erfolg bestätigt ist, werde ich alle meine Gerätschaften nach Ratasam schaffen und diese starrsinnigen Einfallspinseln beweisen, wie katastrophal falsch sie lagen. Dann werden sie bereuen, mich verstoßen zu haben und um meine Rückkehr betteln. Umso bestürzter werden sie sein, wenn sie erst bemerken, dass ihre Bemühungen, meine Arbeit an den Feuerelementaren zu untergraben, nun zur weit vielsprechenden Nutzbarmachung von Energie aus Funken geführt hat. Aber ich werde nicht zu ihnen zurückkehren. Niemals. Okay. Ich hoffe, das ist nicht, was mein Chef wollte.
Die Katastrophe wäre... Danke für eure Hilfe. Talk ist brillant, aber nicht immer praktisch veranlagt. Fehler bei Identifizierung. Ihr seid weder MAPI noch Talk. Hallo neuer Benutzer, bitte eine Option wählen. Erstens Überblick über meine Funktion. Zweitens gespeicherte Daten abrufen. Drittens Gespräche beenden. Gespräch beenden. Ein Überblick über die Funktion abrufen. Ich bin... LMNRGYTRON 2.0. Meine Aufgabe ist die Unterstützung bei der Analyse von Elementarenergie und die Bewertung der Machbarkeit vorgeschlagener praktischer Anwendungsbereiche auf Grundlage vorhandener Daten. Gespeicherte Daten abrufen. Gespeicherte Daten werden abgerufen. Elementarenergietyp Feuer. Daten unvollständig. Weitere Untersuchungen beschränkt möglich. Elementarenergie Elektrizität. Daten unvollständig. Untersuchung im Gang. Aktuelle Erfolgswahrscheinlichkeit des Produkts 47%. Das Gespräch beenden. Auf Wiedersehen und Tschüss. Geht's gut. Wenn ihr Zeit habt, mit mir zu sprechen, haltet ihr euch offensichtlich für wichtiger, als ihr seid. Und jetzt geht, bevor ich eine andere Verwendung für euch finde, außer mich zu ärgern. Okay. Ein komischer Asurer. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr erst im nächsten Part. Bis dann und bye bye!